Das Tor der Illusion. Als Seki aufwachte, war es noch dunkel. Es hatte sich also gelohnt, zu Zeitsch ins Bett zu gehen, da er diesmal rechtzeitig wach war. Es war unheimlich still in der kleinen Kammer, er hörte nur den Wind in den Bäumen und das leise Atmen seiner Kameraden. Seki griff unter sein Bett und holte leise den Rucksack mit seiner Ausrüstung hervor, die er vor dem Schlafengehen dort versteckt hatte. Danach schlich er sich zuerst aus seiner Kammer, ging über den Innenhof und verließ ihn anschließend durch das Futtertor der Gilde. Draußen angekommen stellte er fest, dass mehr Lichter als üblich in Geldnot unterwegs waren. Seki wusste, dass wegen der Feierlichkeiten die Wachen verstärkt werden würden, aber hätte nicht vermutet, dass es so viele wären. Aber das stellte für ihn kein Problem dar, da er jetzt in der Dunkelheit nicht in die Stadt musste. Seki suchte sich einen Baum zu seiner Linken und kletterte diesen bis zum dritten Ast empor und setzte sich in eine Astgabel, um auf Achill zu warten. Der Platz auf dem Baum war günstig gewählt, da er einen guten Sichtschutz in Richtung der Gilde bietet. Zudem war dieser Ort außerhalb der üblichen Sichtweise des Menschen, da diese nur selten nach oben blicken. Und selbst wenn jemand zufällig vorbeikäme und nach oben blicken und ihn sehen würde, so bräuchte Seki keine Angst zu haben. Er trug normale Kleidung und wirkte nicht sehr furchteinflößend, weshalb ihn jeder bloß als einen Buben angesehen hätte, der wohl ein wenig zu übermütig war. Seki nahm das Bild von Achill aus dem Umschlag und versuchte es sich einzuprägen. Achill war ein stämmiger und kräftiger Mann, der wohl so etwa 40 Jahre alt war. Er trug sein dunkles, schulterlanges Haar offen und hatte einen kräftigen Vollbart sowie dicke Augenbrauen. Eigentlich war sein Aussehen sehr auffällig, da die meisten Einwohner von Geldnot sehr dünn waren, da ihnen oft sogar die nötigen Mittel für das tägliche Brot fehlten. Um dieses Problem zu lösen, schlug Rashid, ein Minister des Lord Tralala, ein System mit dem Namen Herztier vor, das dazu dienen sollte, den Wohlstand aller Einwohner dadurch zu sichern, dass die wenigen Vielverdiener einen Teil ihrer Einnahmen den Wenigverdienern überlassen sollten, damit diese wenigstens genug Geld hätten, um ihren Hunger zu stillen. Lord Tralala vertrat da eine andere Meinung und sorgte dafür, dass Rashid selbst einer der Hungernden wurde, der ihn in seinen Kerker einsperren und verhungern ließ. Langsam stieg die Sonne im Osten empor und verdrängte die Dunkelheit der Nacht und hüllte die Welt in ihr wärmendes Gewand aus Licht. Viele der Wachen verließen ihren Posten, vermutlich hatten sie Feierabend und gingen nun schlafen. Seki beobachtete den Eingang der Shadow-Gilde aufmerksam und schon bald kam ein stämmiger Mann mit einem dichten Bart heraus. Es war eindeutig Achill. Seki achtete aufmerksam auf jeden seiner Schritte und beobachtete ihn so lange, bis er um die Ecke des ersten Wohnhauses bog und er aus Sekis Sichtfeld verschwand. Dann sprang er eilig den Baum herunter und lief schnell zu dem besagten Haus und riskierte einen Blick um die Ecke und stellte fest, dass Achill noch nicht weit gekommen war. Seki zupfte seine Kleidung zurecht und lief gemütlich und mit einigem Abstand hinter Achill her, bis er zwei Straßen weiter, kurz vor dem Marktplatz, auf dem die Feierlichkeiten gegen Mittag stattfinden sollten, in eine Bar bog. Seki wartete kurz und ging anschließend auch in die Bar. Der Anblick, der sich ihm bot, war genau das, was er erwartet hatte. Es herrschte eine dunkle Atmosphäre, die von den verschiedensten Gerüchen geprägt war. Die meisten davon widerten Seki an und er musste sofort wieder an die Socken seines Meisters denken. Auch die Gäste entsprachen der Vorstellung von Seki. Bemitleidenswerte, zerstörte Menschen, die versuchten ihre Sorgen im Alkohol zu ertränken und rohe, finstere Gesellen, die nur auf eine Chance warteten, um ihren Frust in einer Keilerei auszulassen. Ein Ort, an dem man sich nicht gerne aufhielt. Allerdings fand Seki es komisch, dass kurz nach Sonnenaufgang schon so viele Gäste ihr Limit erreicht hatten. Hat die Bar wegen der Feierlichkeiten und den daraus entstehenden Umsatz schon so früh geöffnet oder hatte sie gar nicht geschlossen und die Gäste waren noch Überbleibsel vom vorigen Abend? Sekis Blick schweifte kurz durch die Bar und er entdeckte Achill genau am Tresen. Seki wollte nicht auffallen und suchte sich einen Platz nahe der Tür und beobachtete Achill unauffällig. Es verging einige Zeit, ohne dass etwas Besonderes geschah. Nur der Wirt kam ab und an vorbei und fragte, ob Seki doch nicht Durst hätte. Aber Seki lehnte jedes Mal freundlich ab. Den Wirt schien das nicht zu stören. Er wusste scheinbar, dass sein Umsatz heute wohl mehr als das Dreifache eines normalen Tages betragen würde. Doch dann endlich stand Achill auf und verließ die Bar. Seki folgte ihm kurz darauf und befand sich bald darauf auf dem Markt. Während seines Aufenthaltes in der Bar, der wohl einige Stunden gedauert haben muss,
wurde auf dem Markt zwei Absperrungen errichtet, damit der Lord und seine Tochter ungehindert den Weg von der Kirche, die im Süden lag, ihr nördlich gelegenes Schloss erreichen konnten, ohne dass der Pöbel eine Chance hatte, sie zu berühren. Zur Sicherung der Absperrung standen alle 2 Meter eine Wache, die eine Hellebarde sowie einen leichten Panzer trug. Seki folgt immer noch Arre, der sich zielstrebig zur Kirche bewegte. Dort angekommen hielt er an und wartete. Bald darauf ertönten Fanfaren in majestätischen Klängen, die den Lord ankündigten, unterstützt von einem Ausrufer, der auf dem Vordach der Kirche stand und sich fast heiser schrie. Der Lord und seine Tochter traten daraufhin heraus und das Volk wurde etwas lauter vor Aufregung. Arre stand, genau wie Seki, immer noch am gleichen Platz. Seki schärfte seine Sinne. Jetzt wird es bestimmt gleich passieren. Achel würde zuschlagen. Doch dem war nicht so. Achtlos zog Madame Pöbel an der Seite des Lords an der Menge vorbei und erreichte schließlich auch Seki, der von ihrem Anblick verzaubert war. Er starrte sie an und musterte sie intensiv. Sie war wahrhaft attraktiv. In ihrem Gesicht war eine Zärtlichkeit zu sehen, die man sonst nur aus Geschichten über Engel kennt. Und ihre Bewegungen waren so anmutig, dass sie förmlich zu schweben schien. Ihr flaches Lächeln betonte ihren Mund, der dadurch leicht gespitzt erschien, so als wollte sie die ganze Welt küssen. Auch ihre Kleidung war passend gewählt. Es war ein grünes Saumkleid mit vielen Rüschen und Spitzen. Es betonte ihre schlanke Figur, vor allem der großzügige Ausschnitt ließ viel Raum für Fantasie. Seki zwang sich wegzuschauen. Er hatte hier eine wichtige Aufgabe zu erfüllen und durfte die Konzentration nicht verlieren. Er blickte wieder zu Arre, doch er war verschwunden. Verdammt, sprach Seki leise zu sich selbst und schaute aufgeregt durch die Massen. Diese standen jedoch so dicht, dass ein Durchschauen völlig unmöglich war. Seki wurde nervös. Sein kleiner Fehler könnte nun den Tod der hübschen Madame Pöpel und auch der Shadow-Gilde bedeuten. Er drängte sich mit Schubsen und Stoßen durch die Massen und versuchte der Madame immer so nah wie möglich zu sein, ohne die Absperrung zu berühren oder die Aufmerksamkeit der Wachen auf sich zu ziehen. Schließlich kam der Lord und die Madame zu dem Tor des Schlosses. Seki stand auf selber Höhe mit ihnen und versuchte immer noch Arill zu finden. Der Lord wandte sich mit geschwollenen Worten an das Volk. Liebe Bürger, ihr seid alle so zahlreich erschienen und es ist mir eine Freude, eure Gesichter zu sehen. Sekis Blick richtete sich auf den Lord, während die tobende Masse um ihn an Ruhe gewann. Der Lord sprach weiter. Und eure Anwesenheit zeigt mir, dass ihr mich alle auch gerne seht. Zur Feier dieses unseres 200. Jahrestages sollt ihr euch vergnügen, Minnesänger, erquickt uns mit eurem Gesang. Aus dem Torbogen traten 5 Sänger mit verschiedenen Instrumenten und fingen an zu spielen. Die Menge wurde wieder laut und stimmte in ihre Lieder mit ein. Ja, selbst die Wachen konnten sich diesen Bann nicht entziehen und sangen munter mit. Seki jedoch war nervös. Dennoch immer hatte er Achel nicht aufgespürt. Er blickte zu den Minnesängern. Einer von ihnen war groß und stämmig und spielte auf einen Kontrabass. War es Achel? Seki konnte es durch die Bewegungen der Menge nicht erkennen und musste sich stark konzentrieren, um ihn zu mustern. Das könnte er... Seki kam nicht dazu, den Satz zu beenden, da er von hinten so stark geschubst wurde, dass er über die Absperrung fiel und auf dem Gesicht landete. Eine Stimme hinter ihm schrie laut, Mörder! Die Menge wurde still und die Wache stürzte sich sofort auf Seki und hob ihn auf. Seki sah verblüfft zu der Stelle, an der er geschubst wurde. Da stand Achel und grinste verwegen. Bringt ihn her! Schrie der Lord. Die Wachen gehorchten. Ha! Hast du tatsächlich geglaubt, du würdest mit einem Attentat durchkommen? Seki wunderte sich etwas und sprach, ich hatte kein Attentat vor. Ich wollte nur die Feierlichkeiten genießen, als ich von hinten geschubst wurde. Mit einem Dolch in der Hand? Der Lord deutete auf die Stelle, wo Seki vorher gelegen hatte. Seki folgte seinem Blick. Da lag tatsächlich ein Dolch. Er wandte sich zu Achel um, doch dieser war inzwischen verschwunden. Seki begriff, dass Arel den Dolch neben ihn geworfen haben musste, um ihn damit als Attentäter hinzustellen. Ich hatte nicht vorgehabt, euch zu töten. Das ist ein Missverständnis, denn ich wollte Madame vor einem Attentat bewahren. Der wahre Attentäter ist irgendwo in der Menge. Seki wusste, wie verzweifelt seine Stimme klang. Als er seine eigenen Worten hörte, wurde ihm klar, wie lächerlich diese Geschichte klang und dass wohl niemand ihm Glauben schenken würde. Bube, wie heißt die Vergangenheit von verlassen? Fragte der Lord. Wie bitte? Stotterte Seki. Falsch! Verlies! Der Lord nickte seinen Wachen zu, die Seki durch das Tor schleiften und ihn anschließend in das Verlies brachten, das im Keller des Schlosses zu finden war.
Seki sprang an das Gitter seiner Zelle, in die ihn die Wachen unsanft hineingeworfen hatten, und schrie: Lass mich hier raus! Ich bin kein Attentäter! Beide Wachen kümmerten sich nicht darum. Sie hörten solche Sätze den ganzen Tag. Es langweilte sie ohne Ende. Eine der Wachen hatte Seki seinen Rucksack mit der Ausrüstung abgenommen und ging den Weg zurück, hinauf in die oberen Etagen des Schlosses, während die andere Wache den Gang hinunterlief und um die Ecken in eine Zelle bog, die wohl zum Pausenraum für die Wächter umgearbeitet worden war. Bald darauf hörte Seki Lachen und zeitweise Brüllen. Die Wachen waren wohl mit einem Spiel beschäftigt. Ich bin unschuldig. Hier liegt eine Verwechslung vor. Der wahre Attentäter ist da draußen und versucht, die Madame zu töten. Für ein paar Sekunden herrschte Schweigen. Dann war wieder das Gelächter der Wachen zu hören. Seki suchte seine Zelle nach etwas Brauchbarem ab, mit dem er das Schloss hätte knacken können. Aber er fand nur Dreck. In der Zelle, die sich gegenüber Seki befand und die nicht besetzt war, sah er einen dünnen Metallstift, der vorne eine Zacke hatte. Er betrachtete das Schloss und stellte fest, dass er die Tür mit diesem Metallstift vielleicht öffnen könnte, aber er konnte den Stift unmöglich erreichen. Wieder rief er die Wachen. Ihr macht einen großen Fehler, mich hier einzusperren. Ihr gefährdet damit die Madame. Ich stehe auf eurer Seite, verdammt! Schrei nur weiter, du hast sie bald soweit. Tönte eine gelassene Stimme höhnisch durch die Gänge. Wer war das? Rief Seki. Ich bin Lombus und sitze in der Zelle links neben dir. Hast du eine bessere Idee, wie man hier rauskommen könnte? Wenn ich einen Weg kennen würde, wäre ich dann noch hier? Es herrschte Ruhe, doch nach einigen Sekunden fing Lombus wieder an zu reden. Ich habe gesehen, wie sie dich hier reingebracht haben. Du bist ein Shadow, nicht wahr? Seki stutzte. Woher weißt du das? Die Art, wie du gehst, immer bemüht, leise zu sein, so laufen nur Shadow. Aus diesem Grund frage ich mich, wieso du mir nicht sagen kannst, wie man hier rauskommt. Immerhin habt ihr den Ruf, an jedem Ort auftauchen und verschwinden zu können. Ich kenne einen Weg, aber dazu brauche ich etwas, um das Schloss zu knacken. Doch meine Ausrüstung haben sie mir dummerweise abgenommen und hier in meiner Zelle ist nichts, womit ich eine Chance hätte, das Schloss zu öffnen. In der Zelle von mir gegenüber liegt ein Metallstift, mit dem könnte es klappen. Aber da komme ich nicht ran. Hast du irgendetwas in deiner Zelle, was dünn, lang und hart ist? Es war kurz ruhig. Lombus schien sich umzuschauen. Leider nein. Aber wenn ich dir den Metallschiff beschaffen könnte, würdest du mich dann auch hier rauslassen? Vielleicht bist du gefährlich. Wie soll ich dir vertrauen können? Und wie soll ich dir vertrauen? Wer von uns beiden ist zum Assassin, zum Mörder und Dieb ausgebildet worden? Aber wir müssen uns vertrauen, denn nur gemeinsam kommen wir hier raus. Ich frage dich also noch einmal, wenn ich dir den Schiff besorge, befreist du mich dann? Seki dachte nach. Es war wohl seine einzigste Chance, hier rauszukommen. Einverstanden. Aber wie willst du mir den Schiff besorgen? Das lass nur meine Sorge sein. Eines ist aber noch wichtig. Wenn du mich hier nicht rauslässt, würde ich sofort die Wache rufen, nur damit du es weißt. Lombus murmelte einige unverständliche Worte und der Metallschlüssel hob sich in die Luft und flog Seki in die Hand. Ich habe meinen Teil der Abmachung gehalten. Jetzt bist du dran. Seki vergewisserte sich, dass die Wachen noch spielten. Ihr lautes Rumoren war unmöglich zu überhören. Seki brauchte einige Sekunden, um das Schloss zu öffnen, ging dann aus der Zelle raus und befreite Lombus. Er trug einen langen, blauen Mantel, der mit einigen Halbmonden bestückt war, und trug einen spitzen Hut. Er war unverkennbar ein Illusionist und ein recht junger noch dazu. Seki stellte sich Magi immer sehr alt vor, aber Lombus war höchstens 30 Jahre alt. Okay, Lombus, beeile dich. Wir müssen hier schnell raus, ehe die Wachen uns merken. Lombus nahm diese Aussage sehr gelassen hin und erwiderte trocken. Und wie gedenkst du das anzustellen? Zumindest das Haupttor des Verlieses wird mit Sicherheit bewacht. Es muss einen Weg geben. Wir sollten es zumindest versuchen. Sag, du bist doch ein Zauberer, nicht wahr? Illusionist der dritten Stufe, um genau zu sein. Wieso fragst du? Wenn du zaubern kannst, wieso murmelst du ja nicht wieder einfach einen Spruch und bringst uns von hier weg oder so? Ich sage es bereits vorhin. Wenn ich dazu in der Lage wäre, hätte ich es längst getan. Wozu nützt euch dann eure Magie überhaupt? Trotz eurer Zauberkunst wurdet ihr gefangen genommen und konntet nicht ausbrechen. Dasselbe könnte ich über deine Fähigkeiten behaupten, nicht wahr? Seki blickte zu Boden. Er erkannte, dass Lombus recht hatte. Nun schau nicht so beschämt zu Boden. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Wir müssen unbedingt in die Reservatkammer gelangen. Lombus schritt gemütlich den Weg zur Treppe hinauf. Ich dachte, wir wollten hier raus. Der schnellste und sicherste Weg hier raus befindet sich in der Reservatenkammer, über uns. Als er die erste Treppe hinter sich gebracht hatte, blieb er stehen. Du solltest vorgehen und schauen, ob die Luft rein ist. Ihr Shadow seid darin besser geübt. Seki nickte und ging die nächste Treppe vorsichtig hoch und riskierte einen schnellen Blick um die Ecke. Er sah einen Gang, an dessen Ende sich ein Turm mit einer Wache befand. Dahinter war die Reservatenkammer und sie war prall gefüllt.
Seki ging zu Lombus zurück, der auf der Mitte der Treppe wartete. Eine Wache steht vor dem Tor und ich habe keine Waffen bei mir. Kannst du das Schloss leise öffnen? Seki zuckte mit den Schultern. Kommt auf einen Versuch an. Aber wie kommen wir an das Schloss ran? Das übernehme ich. Lombus setzte sich und schloss die Augen. Nach ein paar Sekunden sprach er zwei seltsame Wörter und öffnete die Augen. Das war ein Schlafzauber, erklärte er. Jetzt kannst du dich leise an das Schloss wagen. Solche Zauber könnten sehr nützlich sein, dachte sich Seki. Wenn er wenigstens ein paar lernen würde, könnte er das locker zu einem Großmeister schaffen. Er spähte vorsichtig um die Ecke und sah, dass die Wache tatsächlich zusammengesackt auf dem Boden saß und schlief. Leise schlich er sich an, dicht gefolgt von Lombus, und versuchte das Schloss zu öffnen, was ihm nach etwa 30 Sekunden auch gelang. Sie gingen beide in die Reservatenkammer. Seki erkannte sofort seinen Rucksack, der an der rechten Wand hing, und nahm ihn sofort an sich. Er öffnete ihn, es schien auch alles da zu sein. Lombus stand höchstens 2 Meter weit von Seki entfernt und nahm eine kleine, blaue Umhängetasche, die mit 3 Monden verziert war, an sich. Seki verschaffte sich derweil einen Überblick über die vielen konfiszierten Sachen und sein Blick fiel bald auf einen goldenen Stab, an dessen Spitze eine Phönixfigur mit ausgebreiteten Flügeln war, die offensichtlich aus Elfenbein bestand. Sie lag ganz oben auf einem Stapel von Gerümpel und Kisten und sie schien sehr wertvoll zu sein. Er kletterte auf die unterste Kiste, doch er kam nicht an den Stab heran, weswegen er weiter nach oben stieg. Kurz bevor er den Stab erreichte, fiel der Stapel um und Seki fiel schmerzhaft auf das Kreuz. Von dem Lärm geweckt, stand die Wache auf und drehte sich reflexartig um. Auch Lombus drehte sich erschrocken zu Seki um. Närrischer Dieb, was machst du für einen Krach? Die Wache wollte Lombus packen, doch dieser sprang in einem Satz auf zur Seite, landete neben Seki und griff noch während des Sprungs in seine Tasche und holte eine weiß schimmernde Brosche heraus. Er packte Seki und drückte die Brosche sofort darauf, waren sie verschwunden, sehr zur Verwunderung der Wache. Nachdem diese sich von ihrem ersten Schreck erholt hatte, rannte sie sofort zum Hauptmann auf dem Hof und erzählte, was geschehen war. Der verrückte Shadow und der unterbemittelte Zauberer also? Fragte der Hauptmann. Ja, antwortete die Wache. Beide erscheinen mir nicht sehr gefährlich, sonst hätten sie sich nicht so leicht fangen lassen. Trotzdem haben sie gegen das Gesetz verstoßen. Ich werde den Wachen Bescheid sagen, dann haben wir sie bestimmt bald gefasst. Du kannst wegtreten. Seki stand auf und sah sich um. Er war in einer fast vegetationslosen Gegend, deren Erde ein herzhaftes Braun hatte und angenehm natürlich roch. Im Süden konnte er das Meer sehen, wie es in seinem dunklen Blau in der Mittagssonne schimmerte. Wo sind wir? Fragte Seki Lombus, der neben ihm stand. Diese Gegend hat eigentlich keinen Namen, doch die Leute nennen sie das Brachland, weil hier kaum Pflanzen wachsen. Wie kommen wir hierher? Durch deine Torheit. Da war ein goldener Stab mit Elfenbein. Ich will kein Wort mehr hören. Das ist das Schlimme an den Dieben. Ihr seid gierig. Wir wollen bloß fliehen. Das war unser Ziel. Aber nein, der Herr muss ja auch noch unbedingt diesen Stab an sich nehmen. Schade, dass er es nicht geschafft hat und damit die Wache auf uns aufmerksam gemacht hat. Es tut mir ja leid, okay? Du weißt, dass sie uns jetzt suchen werden? Das hätten sie auch getan, wenn wir mucksmäuschen stillgeflohen wären. Sie hätten unsere leeren Zellen gesehen. Wohl wahr, doch sie hätten nicht gewusst, wohin wir verschwunden wären. Seki runzelt die Stirn. Das tun sie jetzt auch nicht. Ich stehe neben dir und ich habe keinen blassen Schimmer, wo wir hier sind. Tja, aber die Wachen wissen, wo wir sind. Woher? Erinnerst du dich an die Brosche, die ich in meiner Hand hielt? Ja. Nun, es ist ein magischer Gegenstand gewesen, der mir erlaubt, mich zu meiner Heimat zu bringen. Okay, sie wissen also, dass du jetzt bei deiner Heimat bist. Und wo soll das sein? Lombus drehte Seki um und verführte eine fahrige Bewegung mit seiner Hand. Daraufhin materialisierte sich langsam ein beeindruckendes Gebäude, das einem Schloss ähnelte. Während es immer deutlicher wurde, sprach Lombus zu Seki: Erastu, die Universität der Illusionisten, meine Heimat. Seki hatte es die Sprache verschlagen. Nicht nur, dass aus dem Nichts ein so großes Gebäude zum Vorschein trat, sondern auch, wie mächtig es aussah. Es ähnelte einem blau-lila-grauen Salzkristall unter einem Mikroskop. Die Spitzen waren alle groß und durch Brücken miteinander verbunden und wechselten zwischen ihren 3 Farben in einem frohen Spiel. In der Mitte befand sich die höchste Spitze, die bis in die Wolken reichte. Das Tor, das den einzigen Eingang darstellte, sah aus wie ein großer Spiegel und war mit Sicherheit verzaubert. Schäfchenwolken zogen am Himmel vorbei und spiegelten sich in der gesamten Universität und verlieren ihr den Anschein, selbst Teil des Himmels zu sein. Beeindruckend, nicht wahr? Fragte Lombus Seki nach einigen Sekunden. Es ist furchteinflößend und zugleich wunderschön. Wir sollten reingehen und den Erzkanzler suchen. Er muss erfahren, was geschehen ist. Sicher wird er seinen Weg finden. Sie gingen Richtung Universität.
Halte dich nah bei mir, sprach Lombus. Normalerweise dürfen Nicht-Illusionisten die Universität nicht betreten. Warum nimmst du mich dann mit? Soll ich dich hier zurücklassen? Nein. Na also. Es bereitet mir aber Sorge. Sie werden mich doch als Nicht-Illusionisten erkennen. Was wird dann geschehen? Woher soll ich das wissen? Du bist der erste Nicht-Illusionist, der die Universität betritt. Mach dir keine Sorgen. Wenn der Erzkanzler erfährt, was vorgefallen ist, wird er dich akzeptieren. Im schlimmsten Fall wird er dein Gedächtnis einfach löschen und dich rauswerfen. Dann wirst du genau da, wo du jetzt bist. Allerdings kann es auch sein, dass er dich aufnimmt. Weswegen sollte er das tun? Nun, du bist zwar ein Shadow, aber in deinem Herzen bist du gut. Ein Magier erkennt das. Er kann über die Hülle des Körpers blicken und den Illusionen der Gedanken entfliehen. Dadurch kann er direkt in die Seele blicken. Es spielt keine Rolle, welche Talente man besitzt, sondern wozu man sie einsetzt. So kann ein Priester, der die Menschen heilt, auch schlecht sein, wenn er seine Kräfte dazu nutzt, um die Bösen zu heilen. Deswegen ist der Attentäter doch noch lange nicht böse, weil er tötet. Auch wenn Töten grundsätzlich falsch ist, so kann die Situation doch auch eine gute Tat daraus machen. Wie viele sinnlose Kriege hätten verhindert werden können, wenn nur ein Attentäter den verblendeten und machthungrigen Heerführer getötet hätte? Wie viele Leben hätte er damit gerettet? Doch ihr normalen Menschen urteilt nur nach den Taten. Ihr legt fest, was richtig und was falsch, was gut und was böse ist. Und überseht dabei, dass nicht die Art der Tat, sondern der Grund und das Ziel entscheidend sind. Seki war kurz still und dachte darüber nach. Lombus sah, dass Seki sich die Worte zu Herzen nahm und darüber nachdachte und sprach: Wieso sonst hätten sie dich eingesperrt? Seki nickte. Sie hatten gerade das Spiegeltor erreicht. Lombus berührte es mit seiner Hand. Diese wurde kurz von der glitzernden Masse des Spiegels umschlungen und gleich darauf öffnete sich das Tor. Was war das? Fragte Seki. Das Tor hat meine Hand überprüft. Nur diejenigen, die befugt sind, werden eingelassen. Und jene, die zu den Befugten dazugehören. Damit bist du gemeint. Sie gingen ein kurzes Stück weiter und standen nun direkt vor dem Haupteingang der Universität. Lombus sprach ein magisches Wort und die Tür öffnete sich und ein großer Saal kam zum Vorschein. Auf dem Boden waren zwei ineinandergehende Hexagramme mit mystisch anmutenden Symbolen zu sehen. Am Nordende des Saals befanden sich zwei Wendeltreppen, die beide zu einer Tür weiter oben führten. Östlich und westlich befand sich jeweils eine Tür. Das ist der große Eingangssaal, erklärte Lombus. Die Türen links und rechts führen beide in einen langen Gang, in dem wieder viele Türen sind. Darin befinden sich einige Wohnparzellen unserer niederen Schüler. Wenn du den Gang bis zum Ende läufst, kommst du zu einer Treppe, die in der Bibliothek im zweiten Stock führt. Gehst du die Wendeltreppe im Norden der Eingangshalle nach oben, kommst du sofort in den dritten Stock, wo sich unsere Lehr- und Übungsräume befinden. Dort habe ich nebenbei mein Zimmer. Der Erzmagier lebt oben im siebten Stock, den man nur mit einem Teleporter im sechsten Stock erreicht. Dort werde ich jetzt hingehen und die Angelegenheit klären. Doch vorher schauen wir mal zusammen, ob hier unten nicht ein Zimmer für dich frei ist. Lombus nahm den linken Weg und kam in den langen Gang. Dort klopfte er an die anliegenden Türen, um zu hören, ob sich jemand meldete. Bei der fünften Tür angelangt, vernahm er keine Antwort und öffnete die Tür leise. Das Zimmer war, bis auf die Grundeinrichtung, die aus einem Doppelschrank, einem einfachen Bett mit Nachtschränken und einem Bücherregal bestand, leer. Das ist jetzt für die nächste Zeit dein Zimmer. Halt es immer sauber. Der Erzkanzler ist, was Sauberkeit angeht, ein sehr strenger Mensch. Du kannst das Zimmer einrichten, wie du willst, aber verstecke bitte deine Waffen, sonst könnte es Probleme geben. Hast du alles verstanden? Ja, und was soll ich hier machen? Bleib in deinem Zimmer, bis ich wiederkomme. Dann sehen wir weiter. Lombus ging aus dem Zimmer und schloss die Tür hinter sich. Seki nahm seinen Rucksack ab und versuchte ihn in den Nachtschrank zu verstauen. Als er merkte, dass der Rucksack nicht hineinpasste, nahm er das Schwert und den Schleichanzug hinaus und versteckte beides unter dem Bett. Ein dämliches Versteck, dachte sich Seki. Aber die Schränke wären noch schlechter gewesen. Vorerst musste das Bett halt genügen. Danach verstaute er den Rucksack im Nachtschrank und nahm zwei Schuriken heraus, die er unter sein Kopfkissen versteckte. Erschöpft legte sich Seki dann hin und ließ die Geschehnisse des Tages noch einmal in seinen Kopf ablaufen. Wie es der Madame wohl ging? Was ist mit Achel? Und dieser Lombus? Wer war er eigentlich? Wieso behandelte er ihn so vertraut? Im Verlies hatte er ihm noch so misstraut und jetzt hatte er ihn sogar hier an der Universität einquartiert. Seki fand keine Antworten und seine Erschöpfung ließ ihn langsam unbemerkt in das Land der Träume gleiten. Der Lord saß auf seinem Thron in sein Schloss, als hektisch der Hauptmann des Hofes hereinplatzte und sich vor den Lord verneigte. Er fragte nach einer kurzen Atempause erschöpft: Wer hat gerufen, Sire? Ja, bereits vor einer Stunde. Wo wart ihr?
Euer Bote hatte mich erst jetzt gefunden. Ich war auf dem Marktplatz und habe unseren Wachen neue Instruktionen gegeben. Was für Instruktionen? Nur einige unbedeutende Sachen, Sire. Unbedeutende Sachen also? Ein Shadow, der versucht hat, mich und die Madame zu ermorden, und ein verrückter Illusionist, der uns verraten hat, sind aus unserem Verlies entflohen, und das nennt ihr unbedeutend? Sire, sie sind keine Gefahr für uns. Der Lord stand auf und fing an zu schreien. Wer hier eine Gefahr ist und wer nicht, entscheide immer noch ich! Seine Stimme beruhigte sich wieder. Wie kommt ihr darauf, dass sie ungefährlich sind? Antwortet mir! Der Hauptmann wich einen Schritt zurück und senkte seinen Blick gen Boden. Der Shadow ist ein drittklassiger Attentäter und der Illusionist beherrscht kaum Magie. Der Lord setzte sich wieder. Weder der Shadow noch der Illusionist sind eine Gefahr. Der Hauptmann blickte verwirrt zum Lord, der nach einer kleinen Sprechpause sprach. Aber zusammen sind sie beide eine Gefahr. Oder besser gesagt, der Ursprung der Gefahr. Wie meint ihr das, Sire? Nun, denkt doch mal nach. Sie sind zusammengeflohen. Was denkst du passiert, wenn die Illusionisten und die Shadow entschließen, zusammenzuarbeiten? Könnt ihr euch einen Attentäter mit Illusionsmagie vorstellen? Der Hauptmann nickte besorgt. Langsam schien er zu verstehen. Aus diesem Grund müssen wir schnell dafür sorgen, dass dieser Shadow stirbt. Verzeiht meine Dreistigkeit, aber warum greifen wir nicht das Hauptquartier der Shadow-Gilde an? Weil der geflohene Attentäter dann trotzdem seine Kenntnisse den Illusionisten lehren kann. Der Hauptmann nickte. Also Hauptmann, wohin sind die beiden geflohen? Sie verwendeten eine Brosche, die sie wegteleportierte. Folglich sind sie also bereits in der Universität. Das macht die Sache unangenehm. Der Lord stand auf und ging hin und her. Nach ein paar Bahnen sprach er. Es nützt alles nichts. Wir müssen die Universität angreifen. Wie viele Truppen stehen uns zur Verfügung? Eure Infanterie misst etwa 3000 Mann. Etwa 600 davon sind Bogenschützen. Der Rest Schwert- und Lanzenkämpfer. 400 Atro-Reiter stehen unserer Kavallerie zur Verfügung. Wie sieht es mit der Artillerie aus? Sind die Katapulte einsatzbereit? Ja, wir haben 25 Stück. Und dann habe ich noch eine Überraschung für euch, Sire. Der Hauptmann grinste. Wir haben einige Zwerge beauftragt, in der Belagerungstechnik weiter zu forschen. Mit Erfolg. Ich werde euch heute Abend die Ergebnisse präsentieren. Er wirkte stolz. Sehr erfreulich, Hauptmann. Nun sputet euch. Ich möchte, dass ihr unser Heer in 3 Monaten mobilisiert habt. Und lasst das Volk nichts merken. Außerdem bleiben 200 Infanteristen als Wache hier. Nur für den Fall, dass die Shadow auf nimmer Gedanken kommen. Jawohl, Sire. Erlaubt mir noch eine Frage. Mit was für einem Widerstand haben wir zu rechnen? Das kann keiner sicher sagen. Aber die Illusionisten werden wohl höchstens 250 Mann sein. Dann ist uns der Sieg gewiss. Ha, werdet nur nicht übermütig. Sie sind vielleicht nicht viele und auch keine guten Kämpfer. Aber dafür beherrschen sie Magie, die wir nicht einmal aus Erzählungen kennen. Nun geht! Der Hauptmann verbeugte sich und ging aus dem Saal heraus. Zur selben Zeit saß der Sensei der Shadow-Gilde über ein alten Buch und las darin, als sein Name gerufen wurde. Er schnippte mit dem Finger und die magische Eingangstür verschwand. Gleich darauf trat Arel ein. Nach ein paar Sekunden hob der Sensei seinen Kopf und sprach mit seiner durchdringenden Stimme: Willkommen, Arel. Ich habe dich erwartet. Er nickte freundlich mit dem Kopf. Wie ist es gelaufen? Hast du Seki wie aufgetragen daran gehindert, die Madame zu töten? Ja, ihr könnt nicht glauben, wie dumm er sich angestellt hat. Euer Verdacht war übrigens berechtigt. Er schien tatsächlich, mir nach seinem Attentat die Schuld in die Schuhe schieben zu wollen. Doch so weit kam es nicht. Nun ist er in Verlies gewandert. Recht geschieht es diesem Verräter. Das habt ihr sehr gut gemacht, Meister Arel. Ich bin überaus stolz auf euch. Und, sitzt ihr noch immer im Verlies? Nun, man erzählt sich, er wäre zusammen mit einem Illusionisten abgehauen. Genau weiß man das aber nicht. Soll ich ihn versuchen zu finden? Nicht nötig. Ihr habt schon genug getan. Ich werde das jetzt übernehmen. Ihr dürft euch erholen. Ich muss wohl nicht erwähnen, dass diese Sache streng vertraulich ist, oder? Ich werde kein Wort verlieren. Der Sensei nickte nur. Achel ging darauf stillschweigend aus dem Raum des Sensei und sofort schloss sich die Tür hinter ihm. Habt ihr gehört? Fragte der Sensei und drehte sich nach links. Die Gestalt mit dem weißen Umhang kam hinter einem Bücherregal hervor. Ja, das habe ich. Bis jetzt ist euer Plan gut gelaufen. Dennoch rate ich euch, nicht zu siegessicher zu sein. Dieser Adapt Seki, er scheint mir sehr leichtgläubig zu sein. Das könnte unter Umständen zu einem Problem werden. Wie kommt ihr darauf? Er wird nun bei den Illusionisten sein. Was, wenn sie ihn aufnehmen? Genau das ist es, was ich will. Der Lord weiß, dass Seki nun bei der Universität Erastu ist.
Und er weiß auch, dass er sehr gefährlich werden kann, wenn die Illusionisten ihn erst ihre Zauber gelehrt haben. Ja, er könnte dann mächtiger werden als jeder Illusionist und jeder Shadow vor ihm. Doch was nützt uns das da? Ist er dann nicht gefährlich? Gefährlich sind nur Menschen, die auf der Seite des Gegners stehen. Er ist bei den Illusionisten. Er steht nicht auf eurer Seite. Er wird. Verlasst euch drauf.